Servus Leute, zurück zu hier, was? Hearthstone meine ich natürlich. Heroes of Might and Magic. Ja, das muss ich auch noch aufnehmen. Aber nicht jetzt. Jetzt möchten wir uns mal den Schurken ansehen. Der Schurke, der Schurke. Genau. Der Schurke hat ein paar hinterhältige Sachen. Er kann viel so direkten Schaden verursachen. Außerdem hat er zu eigen die Kombo-Fähigkeit. Heißt, wenn ich erst einen Zauber wirke und dann diese Karte, dann wirkt der Combo-Effekt. Das bedeutet, sie verursacht zum Beispiel in diesem Fall 4 Schaden anstatt 2, was sie normal verursachen würde. Ziemlich nette Tricks hat er drauf. Trotzdem bin ich nicht begeistert von ihm. Gut, mein Deck ist auch richtig schlecht, finde ich. Zumindest gegen den Paladin hat sich herausgestellt, dass es nicht sehr gut ist. Wir werden es einfach mal testen. Und schauen, was der Paladin so drauf hat. Den Dienerstaub wird entfernt. Valera gegen Uta. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Seid auf der. Ach, Uta, der Lehrmeister von Arthas. Wurde er nicht getötet? Ja, die zwei Spottkreaturen wären zwar nice, aber ich brauche was anderes. Das wurde nicht. Da hätte ich lieber die Spottkreaturen behalten. Ja. Kann nichts machen. Einsatz bereit. Ja. Der ist hässlich. Wenn ich die spiele, bringt das mir irgendwas? Das bringt mir gar nichts. Ich meuchel den. Und mach mir eine Waffe. Los geht's. Ihr wünscht ja größtenteils, dass ich auf Deutsch spiele. Melde mich zum Dienst. Das ist echt übel. Los geht's. Für einen Schurken eine sehr, sehr brutale Aussage. Los geht's. Naja, müssen wir halt ein bisschen warten, bis ich die großen Kreaturen rausholen kann. Oh, da haut sich ein Hammer rein. Gerechtigkeit des Lichts. Die Schatten werden siegen, nicht das Licht. Ich töte die immer gleich, weil die würden mir sowieso im nächsten Zug einen Schaden machen, also warum nicht gleich töten? Wenn ich das jetzt ausspiele, könnte ich einen Herr der Arena ausspielen? Wenn ich es mir leiste. Also, wenn sie überlebt. Für den König. Nein, sie überlebt nicht. Doch, sie überlebt. Dieser kleine Zauberin macht, der erste Diener, den ihr in einem Zug ausspielt, kostet eins weniger. Ich spiele den da. Der reicht. Los geht's. Jetzt kann ich wenigstens angreifen. Ich habe ein Und da ist sie weg. Oh, der nimmt 5 Schaden in your face. Ohne ihn zu töten. Noch dazu. Ja, dann. Ich könnte einen Fächer und 4 Schaden in my face. Ich könnte ihn meucheln. Ein Attentat meine ich natürlich. Die Tore sind geöffnet. Ach, der rennt. Nein, entweder rennt er rein oder er gibt sich nochmal extra 5 Schaden. Bin gespannt. Oder es kommt jetzt irgendwas Hässliches wie dieser Zwerg. Naja, okay. Da sind die 6 Leben wieder weg. Und seine Waffe ist endlich futsch. Bei der nächsten Waffe hätte ich was vorbereitet, natürlich. Ich brauche was Großes. Ich brauche was Großes. Erzittert vor der Macht Sturmwind. Erzittert. Der hat natürlich auch. Warum hat meins so einen Effekt gemacht und seins nicht? Das freue ich mich schon.
Egal. Aber hierfür ist das Attentat ziemlich gut. So, drei habe ich noch. Moment, ein Raptor. Das wird dich nicht... Das wird dich auch nicht retten. Du hast nichts mehr. Ich habe gewonnen. Ich bin ein bisschen überrascht. Weil der hat mir echt Probleme bereitet. Sehr gut. Okay. Ich hätte... Ja... Sie ist gut. Ich würde sagen, Schurke ist ziemlich gut gegen einen Jäger. Weil Jäger haben viele, also eher massenhaft Kreaturen, die wenig Leben haben. Und sie kann viel meucheln da. Also da würde ich Schurke eher einordnen als gegen die robusten Paladine. Die zwar auch mit ihren ganzen Rekruten da 1-1 Kreaturen hinsetzen, aber... Der Bot war schon schwierig. Wir werden beim nächsten Mal den Paladin anschauen, wie der sich spielt. Ich hoffe, er macht's um einiges besser als der Schurke. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.